Das heißt, egal was wir uns vorstellen, es ist nicht Gott. Macht das Sinn für dich? Ja, ein wenig, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann bist du mehr Muslim als Christ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa ala rasulillah. Rabbi shrachli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqtatin min lisani yafqau qawli. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Meine lieben Geschwister, ich bin hier wieder mal draußen in Basel, heute auf Hochdeutsch unterwegs und wir versuchen mal, die Leute anzusprechen. Hier sehen wir schon einen guten. Guten Tag, geehrter Herr. Guten Tag, Entschuldigung. Okay, er wird nichts sagen, jedenfalls. Wir sind gerade hier heute und hier werden wir ein paar Leute ansprechen und gucken, ob sie einen Sinn im Leben haben. Wir verbreiten das Wort Allahs, die Einzigkeit Allahs. Nur einen Gott anzubeten und ihm nichts gleichzustellen, an alle Propheten zu glauben, wie Adam, Ibrahim, a.s., wie Jesus und Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Alle Propheten, die gelebt haben und die mit einer Botschaft gekommen sind, den einen Gott anzubeten, Allah, und ihm nichts beizugesellen. Bismillah, let's go. Ah, Englisch. Nein, Deutsch. Deutsch ist gut, Hochdeutsch. Okay, Hochdeutsch. Gut, wie ist Ihr Name? Bitte? Wie ist Ihr Name? Mein Name, Thomas. Thomas, Thomas. Thomas, wie geht es dir? Sehr gut, danke. Sehr gut, super. Ich wollte dich etwas fragen. Ja. Nämlich, was ist dein Sinn im Leben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich erkläre dir mal ein bisschen, was mein Sinn im Leben ist. Ich bin ein Muslim. Ja? Mein Sinn ist es, nur einen Gott anzubeten. Und das ist Allah. Und ihm nichts beizugesellen. Hast du schon mal vom Islam gehört? Was hast du alles schon so gehört? Habe ich schon gehört, ja. Negativ, positiv? Neutral. Neutral, sehr gut. Das heißt, du bist ein offener Mensch, du bist neutral eingestellt? Ein wenig, ja. Okay, sehr, sehr gut. Und wie bist du aufgewachsen, wenn ich fragen darf? Eher katholisch? Bis 12. Jahr katholisch. Katholisch. Dann war es Schluss. Und wieso, was hat dich dazu gebracht? Also bist du jetzt Agnostiker oder Atheist geworden, oder? Meine Eltern haben gesagt, die katholische Kirche, das ist nur... Theater. Macht, Theater oder Machtspiele. Okay, ja, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen. Ja, und ich habe mich dann auch mit der Zeit entschlossen, einfach mal selber auf den Weg zu gehen, selber alles zu lesen, um mir ein eigenes Bild zu machen. Und ja, was mein Entschluss dann war, ist, dass ich gemerkt habe, dass nur ein Gott existieren kann. Und dass Jesus, alaihi salam, wir sagen Frieden und Segen auf ihn, weil wir ihn sehr lieben, natürlich alle Propheten, dass er ein Prophet war, ein Gesandter von Gott, nicht selber Gott, auch nicht Gottes Sohn. Was hältst du von dem? Ja, ich glaube nicht, dass, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es gab einmal einen Jesus, aber Jesus war ein Mensch und nicht der Sohn Gott. Sehr gut, genau das ist das, was wir Muslime glauben. Wir glauben, dass er ein Gesandter war, ein Mensch. Ja, stimmt. Genau, und nicht selber Gott, weil Allah sagt im Koran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Das bedeutet im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, sag Allah, Gott, er ist einer, nur einer, der absolute, von dem alles abhängig ist. Erzeugt nicht und ist nicht gezeugt worden. Das heißt, er hat keine Partner, er hat keinen Sohn, er hat keine Mutter, keine Tochter und niemand ist ihm jemals gleich. Das heißt, egal was wir uns vorstellen, es ist nicht Gott. Macht das Sinn für dich? Ja, ein wenig, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann bist du mehr Muslim als Christ. Okay. Nein, ich will dich natürlich nicht angreifen oder so. Ja, nicht, dass du das falsch verstehst. Aber so, wie wir Muslime glauben, das ist genau das. Ganz simpel. Das ist unsere Aufgabe heute, den Menschen einfach ein bisschen mehr beizubringen, was der Islam ist. Weil heutzutage hört man einfach nur viel in den Medien, immer nur Schlechtes und Schlechtes. Sie kennen es, oder? Super. Objektiv genügend. Objektiv genügend. Haben Sie sonst noch eine Frage oder hat Sie sonst irgendwie irgendetwas interessiert, was Sie über den Islam wissen wollten? Oder? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben in den Niederlanden viele islamische Leute, Türken und Marokkaner und so weiter.
Entschuldigung. Geht's? Kein Problem, kein Problem. Ich glaube, ich weiß genügend. Und ich wünsche Sie einen sehr guten Tag. Und viel Glück im Leben. Darf ich Ihnen noch einen Tipp als letztes auf den Weg geben? Okay. Ja, einen letzten Tipp, dass wenn Sie zu Hause sind, wenn Sie alleine sind, beten Sie einfach zu Gott. Sie müssen sich nichts vorstellen und sagen Sie einfach, oh Gott, wenn es dich gibt, dann schick mir ein Zeichen. Oder leite mich auf den rechten Weg. Und wenn jemand das machen kann, dann ist das nur Gott selbst. Ich danke Ihnen vielmals. Wie war nochmal Ihr Name? Thomas. Thomas, Gabriele. Hat mich gefreut, Thomas. Danke für Ihre Zeit, ja? Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Meine lieben Geschwister, wie ihr seht, Alhamdulillah, ihm war bewusst, dass Jesus kein Gott sein kann, auch nicht der Sohn Gottes, wie ihr seht. Das heißt, Allah hat jedem eine Fitra gegeben, eine natürliche Veranlagung. Und subhanallah, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind und logisch drüber nachdenken, dann merken wir, dass Gott niemals in einem Haus eingesperrt sein kann. Oder dass Gott ein Mensch sein kann oder ein Tier. Das macht alles keinen Sinn. Das ist alles nicht rational. Allah ist erhaben über all das. Über all das, was sie ihm zuschreiben. Subhanallah. Möge Allah uns immer recht leiten, immer auf den geraden Weg leiten. Mit dem, meine lieben Geschwister, schließe ich heute dieses Video ab. Bleibt alle gesund, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.